No se olvida, todo lo que di fue verdad, por todo lo que pude dar. Wir sind die Springfraktion. Wir sind die Springfraktion und berichten vom 24. Wir sind die Spinks-Redaktion und... Ach, das liegt doch nicht. Wir sind die Spinks-Redaktion und berichten vom 24. Filmkunstfest in Schwerin. Soll ich sagen? Ja. Können Sie 1-2 Sätze zum Filmkunstfest sagen? Ja, ich bin hier wahnsinnig gerne in Schwerin, weil das ein tolles Festival ist und das kenne ich schon über Jahre und ich bin unheimlich gerührt, dass ich bin ja dieses Jahr in der Jury. Das ist, finde ich, eine große Verantwortung, aber auch eine große Ehre. Und ja, wenn das Wetter noch ein bisschen besser werden würde, dann ist gar nicht mehr hier zu meckern. Ne? Also ein bisschen mit dem Wetter, das ist so, aber im Kinosaal ist das ja eh egal. Ja, danke schön für Ihr Interview. Bitte schön. Guten Tag. Wie ist Ihr Eindruck vom Filmkunstfest? Also ich finde, das ist eine echte Bereicherung für die Stadt Schwerin. Und in der Richtung also auch ein ganz wichtiges Element, um nicht nur als Landeshauptstadt zu fungieren, sondern also um auch die Kultur wirklich den Schwerinern und den Mecklenburgern nahezubringen. Und da es sich also durch die Kurzfilme und die ausgefallenen Filme wirklich hier einer Nische bedient, finde ich es eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung unseres sonstigen kulturellen Angebotes. Ja, wunderbarer Eindruck. Ich hatte gestern eine Anreise, die war auch abenteuerlich. 10 Stunden statt 6 Stunden, das war schon mal ein guter Einstieg, aber ich bin jetzt hier angekommen und freue mich sehr. Sehr gut, ich bin nicht das erste Mal hier, aber nach langen Jahren wieder mal. Besonders gut gefallen hat mir auch unter anderem das Rahmenprogramm, nicht nur die vielen Filme. Und heute Abend freue ich mich auf das Konzert von Axel Prahl und Band. Ich kann nichts sehen, ich kann deine Hand nicht sehen. Die Zwillinge Caro und Claro lernen den Romanautor Thomas kennen. Sie wollen gemeinsam eine neue Detektivgeschichte schreiben. Der Held der Geschichte ist ein zum Leben erwecktes Zauberfahrrad. Der Bösewicht Fritz Phantom und sein Kumpane wollen die Kugel stehlen, die das Fahrrad zum Leben erweckt. Der Film ist eine spannende Komödie für Groß und Klein. Er ist lustig und besonders für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren geeignet. Der Film Tom Turbo erhält von uns 8 von 10 Sternen. Ja, was finde ich toll am Filmkunstfest? Also erstens hat das Filmkunstfest Schwerin einen sehr, sehr guten Ruf innerhalb der Branche, in der Filmbranche. Zweitens bin ich hier schon mal gewesen, habe auch mal mit in der Jury gesessen und war vor 5 Jahren schon mal hier mit Andreas Dresen, habe ein bisschen Musik gemacht und ja, das wollen wir heute wiederholen. Okay, und wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie in der Jury waren? Da hat man mich gefragt, erfreulicherweise. Bekam ich einen Anruf, da hieß es, guten Tag Herr Prahl, hätten Sie vielleicht Interesse bei uns beim Filmkunstfest Schwerin mal in der Jury zu sitzen? Und habe ich gesagt, natürlich, warum nicht, herzlich gerne, fühle mich geehrt. Und wann haben Sie das erste Mal vom Filmkunstfest so halt gehört? Oh, das ist schon lange her. Wir waren damals, glaube ich, mit dem Film Die Polizistin waren wir hier auch schon mal vertreten. Und was gab es dann noch? Polizistin, das war 2002. Das war genau die Zeit, in der das losging mit dem Münster-Tatort. Ah, okay, dann danke ich Ihnen für Ihr Interview, Herr Prahl, und haben Sie noch einen schönen Tag. Ich danke für Ihr Interview und wünsche auch einen schönen Tag. Tschüss. Okay. Marie.
Autor oder den Autorroman? Den Romanautor. Der Film ist eine spannende Komödie. Jetzt bin ich geblitzt, denkst. Kann das mal jemand anderer versuchen? Einmal hier. Komm. Also, mal anfassen so. Mach du das mal, wenn du so jung bist. Wenn du so jung bist, hab ich gesagt. Wir sind die Sphinx-Redaktion und berichten vom 24. Filmkunstfest in Schwerin.